Zeuge Paul Bergmann, Tschechoslowakei, Historiker, 34 Jahre, 117. Verhandlungstag, 30.11.1964. Auschwitz zunächst in welches Lager? Im B-Lager, das war Familienlager. In Birkenau, Birkenau in das Lager in B. B, ja, ja. B2B. Ja. Und hatte dieses Lager einen besonderen Namen noch? Er hieß Familienlager. Familienlager. Aber nur zwischen den Häftlingen. Nur zwischen den Häftlingen. Ja. Und welche Nummer hatten Sie damals? Welche Gefangenen? A, Serie A, 1480. 1480. Ja. Sagen Sie bitte, bei Ihrer Vernehmung in Prag, ja, haben Sie einmal gesagt, Sie seien mit einem CA-Transport verschickt worden? Ja, das war CA-Transport aus Prag nach Theresienstadt. Und warum hieß dieser Transport CA-Transport? Ich werde das tschechisch antworten, ja, ja bitte. To byla série, pod kterou transporty byly z Prahy posílány. Ty transporty měly byla nejdřív série od A až do Z, a když byla celá abeceda vyčerpána, tak byla pak byla série A, B a A, C a tak dále. Es war eine Serienbezeichnung für die Transporte aus Prag nach Theresienstadt. Diese Bezeichnung fing bei A an bis Z und als das Alphabet aufgebraucht war, wurden dann nachher andere Bezeichnungen eingeführt. A, A, B, A, C. Ja. Sie kamen also in das Familienlager und wie alt waren Sie damals? 14 Jahre, 3 Monate. 14 Jahre und 2 Monate. 3. Und 3 Monate, mhm. Wie lang blieben Sie in dem Familienlager? Ungefähr 6 Wochen. 6 Wochen. Und kamen dann wohin? Im D-Lager. Im Männerlager D, B2D. D. Birkenau. Auch in Birkenau. Ja. Und kamen da noch mehrere von Ihnen dorthin in das D-Lager oder kamen Sie allein dorthin? Nein. Ja, bych chtěl celou tu záležitost podrobněji vyložit. Ich möchte diese Angelegenheit in Einzelheiten hier erklären. Do rodinného tábora takzvaného v Osvětšině Birkenau byli z Terezína, počínaje podzimem 1943, vyslány 3 skupiny transportů. In das sogenannte Familienlager in Birkenau wurden beginnend mit dem Herbst 43 aus Theresienstadt 3 Gruppen von Transporten geschickt. První skupina byla vyslána v září 43, druhá skupina v prosinci 43 a třetí skupina, kterou jsem přišel já, v květnu 44. Die erste Gruppe wurde dorthin geschickt im September 43, die zweite Gruppe im Dezember 43 und die dritte Gruppe, mit der ich nach Birkenau kam, im Mai 44. Tento takzvaný rodinný tábor měl zvláštní statut do určité míry nebo zvláštní postavení, protože zde vězňové ze specifických důvodů mohli bydlet s celými rodinami. Dieses Familienlager hatte in einem gewissen Maße einen eigenen Status, eine eigene Stellung, weil hier Häftlinge aus spezifischen Gründen mit ihren Familien wohnen konnten. Ale tato specifická situace se nakonec ukázala osudnou nebo jenom taktickým tahem velitelství tábora, po případě centrály v Berlíně, která to řídila. Diese spezifische Situation wurde schicksalhaft beziehungsweise war als taktischer Zug der Lagerleitung oder der Zentrale, die in Berlin die Angelegenheit leitete, zu erkennen. Po 6 měsících takzvané karantény byli totiž všichni příslušníci takzvaného zářijového transportu bez výjimky
poslání do plynu. Nach 6 Monaten Quarantäne wurden nämlich alle Angehörigen der September-Transporte ohne Ausnahme in die Gaskammern geschickt. Wann war das? 8. března 44. Am 8. März 44. Když jsem já přišel do tábora v květnu 44, vládlo tam veliké rozčílení a napětí, protože druhá skupina transportů, takzvaný prosincový transport, očekával, že je po 6měsíční karanténě stihne ten týž osud. Als ich im Mai 44 in das Lager kam, herrschte dort große Aufregung und Spannung, weil die zweite Gruppe, die sogenannten Dezember-Transporte, erwarteten, dass sie nach einem halben Jahr dasselbe Schicksal erwarte. Protože ten takzvaný prosincový transport přišel 20. prosince 43 do Osvětšina Birkenau, očekával, měl tím osudným dnem být 20. červen 44. Ja, weil diese Transporte etwa am 20.12.43 in Birkenau angekommen waren, sollte dieser Schicksalstag der 20. Juni sein. Tento den byl očekáván s velikým napětím a strachem. Dieser Tag wurde mit großer Spannung und großer Angst erwartet. 20. nebo kolem 20. června však k ničemu podobnému nedošlo, ale zakrátko přece jenom jsme se dozvěděli, že takzvaný rodinný tábor má být likvidován. Den 20. juni geschah nichts in dieser Art, aber einige Zeit später erfuhren wir dann, dass das Familienlager aufgelöst oder liquidiert werden soll. Co se s námi stane, jsme ovšem nevěděli. A přestože velitelství tábora nechalo rozhlásit, že jako nás se nám nic nestane, tak se všichni likvidace tábora velice obávali. Was mit uns geschehen sollte, wussten wir nicht, weil aber die Lagerleitung erklären ließ, uns geschehe nichts, befürchteten wir alle diese Liquidation des Lagers. Když jsem přišel z Terezína do Birkenau, do Osvětšína Birkenau, samozřejmě jako všichni ostatní jsme nevěděli, co se v Birkenau děje. Als ich aus Theresienstadt nach Birkenau kam, wusste ich wie die anderen natürlich nicht, was in Birkenau eigentlich geschieht. Ale velice brzy jsme byli informováni ostatními vězni, jaký má charakter birkenauský tábor. Aber sehr bald erfuhren wir von anderen Häftlingen und wurden durch sie informiert, welchen Charakter dieses Birkenau-Lager hat. A sami jsme se přesvědčili na vlastní oči, protože jsme mohli z B-Lagru vidět, to bylo v červnu a 44, nesčetné transporty maďarských Židů, které tehdy masově do Birkenau přicházely. A to jsme velice jasně přes plot viděli a viděli jsme selekce a viděli jsme také, že krematoria a tak dále jsou v plném chodu, takže jsme si nedělali žádné iluze. I když bychom bývali... Und selbst mit eigenen Augen haben wir uns davon überzeugt, weil wir vom B-Lager aus im Juni 44 über den Zaun sahen, wie große Transporte ungarischer Juden kamen. Wir sahen Selektionen, wir sahen die Krematorien in vollem Betrieb und so gaben wir uns keine Illusionen über das Lager hin. No, ale abych se vrátil k tomu, kde jsem skončil, kolem 20. června nedošlo však teda k likvidaci, ale teda k té očekávané likvidaci prosincového transportu, ale koncem měsíce údajně v souvislosti s přípravou likvidace celého tábora bylo provedeno několik selekcí. Den 20. Juni also geschah nichts im Zusammenhang mit der erwarteten Liquidation der Dezembertransporte. Aber gegen des Monats, wie man sagte, im Zusammenhang mit der Liquidierung des ganzen Lagers kam es zu einigen Selektionen.
bylo z vězňů B tábora bylo vybráno asi 1500 mladých zdravých mužů a asi kolem 2000 mladých zdravých žen, kterým bylo řečeno, že budou odesláni do pracovních táborů v říši. Aus dem B-Lager wurden etwa 1500 junge gesunde Männer herausgesucht und etwa 2000 junge gesunde Frauen, denen gesagt wurde, sie werden in Arbeitslager im Reich verbracht. Tito vězňové se sice obávali, že se jedná o taktický tah velitelství tábora, ale a které chce nejdřív z rodinného tábora odstranit zdravé mladé lidi, ale potom se skutečně ukázalo k veliké teda radosti vězňů samých, že tito lidé byli po odbavení v desinfekční stanici oblečeni do vězeňských šatů a naloženi do vagónu a odtransportováni. Zunächst befürchteten diese Leute wieder einen taktischen Zug der Lagerleitung, um vor der Auflösung des Familienlagers zuerst die Jungen und Gesunden zu beseitigen. Dann aber konnten sie zu ihrer Freude feststellen, dass diese Leute nach Durchgang durch die Desinfektionsstation Häftlingskleider erhielten, einwaggoniert und weggebracht wurden. To bylo počátkem července 1944. Das war Anfang Juli 1944. Juli 44. Ja. Anfang 7. 7. Ostatní vězňové, kteří zůstali v táboře, a to byli především starší muži, starší ženy, děti, matky, teda mladé s dětmi, které se od dětí odloučit nechtěli, a také mladší, také mládež, která však nebyla z důvodu, třeba protože byla slabší, vybrána mezi ten transport, tak ti si nedělali žádné iluze o tom, jaký je osud nyní postihne. Im Lager verblieben ältere Männer, ältere Frauen, Kinder, ganz junge Mütter und junge Leute, die schwächer waren und darum nicht zur Arbeit kamen, und diese machten sich keine Illusionen, welches Schicksal sie treffen wird. Čekali jsme, že každým dnem budeme podrobeni zvláštnímu, teda Sonderbehandlung. Wir erwarteten, dass wir täglich der Sonderbehandlung unterworfen werden. K naší velké radosti, nebo k našemu velkému překvapení, přišel však začátek po odeslání těch transportů pracovních do tábora ještě příkaz z velitelství tábora, vydaný samotným velitelem Schwarzhubrem, že má být mladých hochů ve věku od 14, asi od 14 do 16 let, sestavena skupina. Zu unserer großen Freude oder großen Überraschung kam aber nach Abtransport der Arbeitsfähigen ein Befehl vom Kommandanten Schwarzhuber persönlich, dass aus den Jungen zwischen 14 und 16 Jahren eine Gruppe zu bilden sei. Vězňové, tito hoši, tato mládež, měla být převedena do tábora D, kde měla být na nějakou dobu umístěna a potom odeslána do říše jako učňové. Diese Jungen sollten in das D-Lager überführt werden, dort einige Zeit bleiben und dann sollten sie in das Reich als Lehrlinge geschickt werden. Na,
vedení tábora, teda vězeňské vedení tábora, svolalo proto asi 500 mladých chlapců mezi teda 14 a 16 cirka teda lety do dolní levé umývárny Belágru. A mezi těmi to 500 asi cirka 500 chlapci byla potom provedena selekce, výběr, prosím. Die Häftlingslagerleitung berief 500 Jungen im Alter von 14 bis 16 Jahren in den unteren linken Waschraum des B-Lagers und dort wurde eine Selektion, nein, eine Auswahl getroffen. Des B- oder des D-Lagers? B-Lager. Ja. Das war alles im B-Lager noch. Ja. Při této selekci bylo vybráno asi 80 nejsilnějších, nejzdravějších hochů, kteří vytvořili zvláštní skupinu. Bei dieser Selektion wurden 80 stärkste und gesündeste Jungen ausgesucht, die eine eigene Gruppe bildeten. Při této selekci byl přítomen sám velitel tábora Birkenau-Schwarzhuber. Bei dieser Selektion war der Kommandant des Lagers Birkenau-Schwarzhuber persönlich anwesend. A selekci prováděl jednak Dr. Mengele. Und die Selektion führte durch Dr. Mengele, s ním jsem se měl později možnost ještě dobře seznámit, takže to bezpečně vím. Ich weiß das ganz sicher, weil ich später ja die Gelegenheit hatte, ihn sehr gut kennenzulernen. A ještě jeden SS-lékař. Und noch ein anderer SS-Arzt. Kdo to byl, nevím, protože tento lékař později již v Birkenau nepracoval. Und dann noch ein anderer SS-Arzt. Wer er war, weiß ich nicht, weil dieser SS-Arzt später nicht mehr in Birkenau gearbeitet hat. Jestliže však je mezi přítomnými obžalovanými, snad bych ho poznal. Vielleicht werde ich ihn erkennen, wenn er unter den anwesenden Angeklagten sich befinden sollte. Herr Zeuge, Sie sind dann mit dieser Gruppe von Jugendlichen in das Lager B2D Dora gekommen und in welchen Blocks waren Sie dort untergebracht? Bitte. Z Belágru jsme byli asi po dvou dnech odvedeni do sauny, takzvané sauny, do desinfekční stanice a odtamtud do Délágru a umístění na bloku 13, bloku Strafkommanda, který vedl blokový Bednárek. Zwei Tage später wurden wir aus dem B-Lager in die Sauna, in die sogenannte Sauna, die Desinfektionsstation gebracht, von dort dann ins D-Lager auf Block 13 in Strafkommando. 13 oder 11? Jede Nase nebo 13. 13. Ein Strafkommando, dessen Blockältester Bednarek war. Wie lange blieben Sie da? Přibližně od počátku července, asi teda od 5. nebo 6. července, později to teda určitě nebylo, terminus ad quem je tak 10. červenec, ale bylo to rozhodně dřív, teda asi 5. nebo 6. teda během, byli asi cirka 3 měsíce jsem na tomto bloku byl. Von Anfang Juli, Anfang 7.44, etwa 5. oder 6. Juli, der Terminus ad quem ist der 10. Juli, aber es war sicher früher, kam ich in das D-Lager und dort blieb ich etwa 3 Monate. Asi tak do začátku, to znamená prakticky asi celé ještě září, tak asi do
počátku října. Den ganzen September also noch, etwa bis Anfang Oktober 1944. Ja, aber blieb ich nicht im D-Lager, sondern im Block 13. Bist du na bloku 13? Na bloku trestné, teda skupiny. Im Block der Strafgruppe. D-Lager, samozřejmě. Im D-Lager. Und wo kamen Sie dahin? Mohl bych ještě pokračovat jiným způsobem? Darf ich das anders fortsetzen? Na, bitte schön. No teda, já odpovím nejdřív teda otázku, potom jsem byl přemístěn s celou ostatní skupinou na blok 29 a naposledy jsem byl asi až do listopadu a zbytek až do likvidace tábora, protože jsem byl v Birkenau Osvětíně až do evakuace, jsem byl na bloku 9. Dann kam ich auf Block 29, wo ich etwa den ganzen November blieb. Die übrige Zeit bis zur Liquidation des Lagers, ich bin bis zur Evakuation in Birkenau geblieben, war ich auf Block 9. Upozorňuji však na jedno, že nepatrné diference, které se vztahují k době, kdy jsem na kterém bloku bydlel, tady můžou být, ale myslím si, že nemají nějaký podstatný význam. Ich mache darauf aufmerksam, dass natürlich kleine Differenzen hier auftreten können, wann ich auf welchem Block war, aber ich glaube, dass sie grundsätzlich keine entscheidende Bedeutung haben. Z toho bloku trestního komanda jsme byli převedeni proto, že úkol, který byl, nebo že úmysl, nebo plán, který byl se skupinou těch 80 chlapců původně jako zamýšlen, nebyl realizován a my jsme byli ponecháni svému osudu jako normální vězňové v táboře B2D. In den Block der Strafkompanie kamen wir, weil der ursprüngliche Plan, das ursprüngliche Vorhaben, das die Gruppe von den Jungen betraf, nicht realisiert wurde und wir das normale Häftlingsschicksal im D-Lager zu erleiden hatten. Ja, když jsem přišel na blok trestního komanda, tak krátce na to jsme měli možnost, jako bylo nám umožněno z blok opustit, teda vycházet do tábora. Einige Zeit, nachdem wir in den Block des Strafkommandos kamen, wurde uns ermöglicht, den Block zu verlassen und ins Lager auch hinauszugehen. Ano. Při té příležitosti jsem se seznámil s blokovým písařem bloku 16, polským politickým vězněm Romanem Sadlovským. Bei dieser Gelegenheit lernte ich den Blockschreiber vom Block 16, den polnischen politischen Häftling Sadlovský, kennen. Kterého jsem zaujal a který jako Sadlovský. Který si mě vybral jako takzvaného pípla, to znamená pomocníka. Und er holte mich als sogenannten People, Helfer. Tuto práci jsem u něj vykonával prakticky od poloviny července až do října 44. Kdy byl blok 16 jako takový v té původní podobě zrušen, on přestal být písařem a s ostatními polskými vězni, teda s některými dalšími polskými politickými vězni, byl odeslán z Osvětína pryč. Diese Arbeit habe ich von Mitte Juli 44 bis Oktober 44 verrichtet, bis der Block 16 in dieser Form aufgelöst wurde. Er auch sein Amt als Schreiber verlor und mit anderen polnischen politischen Häftlingen aus Auschwitz fortgeschickt wurde. V době, když jsem, to znamená, že v době, kdy jsem byl na bloku trestního komanda, jsem každý den ráno po apelu odcházel do tábora na blok 16 a tam jsem
byl až do večerního. Nejen ovšem písař, protože vlastně jsem se tím stal zaměstnancem bloku 16, tak jsem jako sloužil i blok L-testemu, kterým byl německý kriminálník. Durch diese Funktion konnte ich mich frei im Lager bewegen und die Aufträge des Schreibers ausführen. Und da ich durch diese Art Anstellung eine Art Angestellter des Blockes 16 geworden war, hatte ich auch die Anweisungen des Blockältesten eines deutschen Kriminellen auszuführen. Z toho plyne, že jsem měl možnost velice důkladně se v této době seznámit s životem a poměry v táboře. So hatte ich die Möglichkeit, mich in dieser Zeit gründlich mit dem Leben und den Verhältnissen im Lager vertraut zu machen. Učinit si mnoho známostí a životu v táboře se svým způsobem přizpůsobit. Ich hatte die Möglichkeit, viele Bekanntschaften zu schließen und mich dem Lagerleben anzupassen. A to mi také umožnilo, že jsem se v táboře udržel až do jeho evakuace. Und so war es auch möglich, dass ich in dem Lager bis zu seiner Evakuierung bleiben konnte. To znamená po celou teda dobu, kdy jsem v Osvětíně byl vězněn, zatímco ostatní chlapci z mé skupiny byli v této době již většinou vysláni do vnějších táborů Osvětína, například do Fürstengrube na těžkou tělesnou práci a tam v naprosté většině zahynuli. Das erklärt auch, warum ich die ganze Zeit meiner Inhaftierung in dem Lager bleiben konnte, während die anderen Jungen meiner Gruppe nach und nach in die inneren Auschwitzer Lager, zum Beispiel in die Fürstengrube, zur schwersten körperlichen Arbeit abgeholt wurden, bei der sie dann gestorben sind. O životě v táboře D zde nebudu nijak podrobně vykládat, protože soutěžitel je o tom již důkladně informován, ale chtěl bych vypovídat o události, které jsem byl svědkem na bloku trestného komanda a která je vlastně jádrem mé výpovědi proti obžalovanému Bednárkovi. Über das D-Lager, über das Leben im D-Lager brauche ich hier ja weiter nicht zu erzählen, darüber ist das Gericht informiert. Ich möchte aber über eine Begebenheit sprechen, deren Zeuge ich war und die den Kern meiner Aussage bilden soll, die sich auf dem Block des Strafkommandos zutrug und die den Angeklagten Bednarek angeht. Tuto scénu si velice dobře pamatuji, protože přesto, že jsem byl již Mám mluvit pomaleji. Protože přesto, že jsem již byl prakticky 2 roky internován, byla to vlastně první velice drastická, nejsilnější scéna, kterou jsem během svého věznění do té doby viděl. Samozřejmě, že později jsem viděl mnohem horší věci. An diese Szene kann ich mich deswegen so genau erinnern, weil ich, obwohl ich praktisch schon 2 Jahre interniert war, hier die erste sehr drastische und überaus starke Szene erlebte, die ich bis dahin noch nicht gesehen hatte. Später dann natürlich noch mehr. Moment, was haben Sie eben übersetzt? Obwohl ich schon über 2 Jahre interniert war. Fast 2 Jahre. Also Sie meinen damit die Zeit außerhalb Auschwitz eingerechnet, ja? Ja. V Terezíně samozřejmě jsem také viděl, jak SS-áci teda velice hrubě zacházejí s židovskými vězni, třeba se starými lidmi a tak dále, ale tato scéna, o které budu hovořit, má zcela úplně jiný charakter. Charakter typický pro skutečné koncentrační tábory. Zwar war es in Theresienstadt auch üblich, dass SS-Männer sehr grob mit jüdischen Häftlingen umgingen. Aber diese Szene, über die ich hier auszusagen habe, hat einen völlig anderen Charakter, nämlich den Charakter des Konzentrationslagers. Typický pro koncentrační. Typisch für Konzentrationslager.
Bylo to asi koncem srpna 1944. Po večerním apelu byli na blok trestního komanda přivedeni dva mladí polští političtí vězňové. Es war etwa Ende August 44. Nach dem Abendappell wurden auf den Block des Strafkommandos zwei junge polnische politische Häftlinge gebracht. Proč sem byli přivedeni, není mi známo, ale pravděpodobně nějakým způsobem porušili, jako narušili kázeň vězeňskou, respektive domnívali jsme se, že urazili přímo některého buď člena táborového vězeňského vedení, nebo dokonce některého z členů prostě dozoru. Aus welchem Grunde sie dorthin gebracht wurden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie sich gegen die Lagerordnung in irgendeiner Weise vergangen. Gegen die Lagerordnung in irgendeiner Weise vergangen, ob es nun gegen die Häftlingslagerleitung oder gegen einen der Aufseher, der SS-Aufseher war, weiß ich nicht. Und es steht fest, dass es zwei polnische Häftlinge waren. Ja, das ist sicher. Ja. Chtěl jsem říct, to je velice důležité, že pravděpodobně se někoho přímo svým chováním jako se dotkli, což ovšem urazili ho, což ovšem nebyl žádný problém, pochopitelně. Wahrscheinlich haben sie durch ihr Verhalten irgendjemanden direkt beleidigt. Tito dva, jakmile byli tito dva vězňové do bloku přivedení, byli odvedení pomocníky blokového Bednárka do koupelny bloku, která byla na dvoře bloku. So wie die beiden Häftlinge in den Block gebracht wurden, wurden sie von Helfern des Blockältesten Bednárek in den Waschraum des Blocks, der sich auf dem Hof befand, gebracht. Hned na to se tam dostavil Bednárek sám. Gleich darauf ging Bednárek selbst dorthin. Ozbrojili se holemi a vězně začali v koupelně velice mlátit. Sie bewaffneten sich mit Stöcken und begannen in dem Waschraum die Häftlinge schrecklich zu prügeln. Wer war bei dem Bednárek noch dabei? Kdo byl ještě přítomen mimo Bednárka? To bohužel nemohu. Das kann ich leider nicht nemohu udat. Angeben. Und wie viele? Wie viel waren bei dem Bednárek? Ungefähr drei Leute noch. Neben Bednárek. To bití v té koupelně trvalo asi 10 minut. Vězňové přitom strašně křičeli a prosili. Bednárek jim samozřejmě se svými pomocníky velice hrubě nadával. My ostatní vězňové jsme byli vyhnáni ze dvora, museli jsme do bloku. Dieses Schlagen dauerte etwa 10 Minuten. V té koupelně. In diesem Waschraum. Wir hörten die Geschlagenen schrecklich schreien und bitten. Wir hörten, dass Bednárek und seine Helfer diese grob beschimpften. Und dann mussten wir Häftlinge den Hof verlassen und in den Block hineingehen. Protože všichni jako vězňové, zejména starší vězňové strafkomanda, chtěli vědět, oč vlastně běží. Jeden z nich mě přímo řekl, podívej se, Pavle, koupelna není zavřena, běž ještě s jedním se tam jakoby umýt a podívej se, co vlastně se tam děje. Weil alle Häftlinge und vor allem die Älteren, die schon länger dem Strafkommando angehörten, wissen wollten, worum es sich handle, sagte einer zu mir, Paul, schau mal schnell in den Waschraum hinein, geh noch mit einem dorthin, als wenn du dich waschen wolltest, und erzähle mir, was dort geschieht. Koupelna totiž měla několik místností.
A samozřejmě, že jsme šli do jiné místnosti, než do té, kde ta akce byla prováděna. Diese Waschraum hatte natürlich mehrere Räume und wir gingen in einen anderen Raum, nicht in den Raum, wo diese Aktion durchgeführt wurde. Zajímavé ovšem je, že prostě koupelna byla otevřená a i dveře do té místnosti byly otevřeny, kde se ta exekuce konala. Beachtenswert ist es, dass Waschhaus wohl offen war und auch die Tür zu dem Raum geöffnet war, wo diese Exekution stattfand. My jsme viděli, jak prostě ty dva vězně bijí holemi, jak do nich kopou, jak je honí po té koupelně. A ještě v okam a právě ve chvíli, kdy jsme v koupelně byli, vyhnali, nebo lépe řeč, vyhnali oba trestané na dvůr bloku. Wir sahen dort, wie die zwei Häftlinge geschlagen wurden, mit Stöcken getreten und durch diesen Raum gejagt wurden. Und als wir noch im Waschhaus waren, sahen wir, wie die beiden Gestraften auf den Blockhof hinausgejagt wurden. Na dvoře je byli dál, honili po dvoře. Byla to strašná a velice drastická pro nás scéna. A musím dodat, že zejména Bednárek si počínal, jednak celou akci řídil a jednak si počínal velice surově a, jak bych dneska řekl, sadisticky. Auf dem Hof wurden diese beiden weitergeschlagen und herumgejagt. Es war für uns eine schreckliche und drastische Szene. Und ich muss sagen, dass dass Bednárek diese Sache geleitet hat. Und sehr roh sich beteiligte. Heute würde ich sagen, es war sadistisch. Mlátili je tak dlouho, dokud vězňové, kteří byli samozřejmě už strašně potlučení a zakrvácení, nepadli v bezvědomí na zem. Er prügelte sie so lange, bis diese Häftlinge, die da natürlich schon sehr viel geschlagen worden waren und voll Blut waren, bewusstlos zur Erde fielen. Tím to celé skončilo. Damit war es zu Ende. Aspoň v tomto smyslu. Bednárek potom dal rozkaz svým pomocníkům, aby oba nešťastníci byli hozeni do koupelny a vydal přísný rozkaz, že jim nikdo z vězňů a vůbec nikdo nesmí nijak pomoct a že tam musí prostě ležet, že tam prostě musí být ponecháni tak, jak jsou. Bednárek gab seinen Helfern den Befehl, die beiden in das Waschhaus zu werfen und gab den strengsten Befehl, dass keiner der Häftlinge diesen beiden helfen dürfe. Teprve ráno před apelem jim směla být poskytnuta pomoc. Erst vor dem Morgenappell durfte ihnen Hilfe geleistet werden. A v té době už jeden z nich byl mrtvý. Und in dieser Zeit war einer von den beiden tot. To vím naprosto bezpečně. A vím také, že celá záležitost mezi vězni tábora jako byla velice nepříznivě komentována. Das weiß ich absolut sicher und ich weiß auch, dass diese ganze Angelegenheit unter den Häftlingen des Lagers sehr ungünstig kommentiert wurde. Sám písař Sadlovský, u kterého jsem pracoval, se mě na to podrobně vyptával. Selbst der Schreiber Sadlowski, bei dem ich arbeitete, fragte mich genau nach den Einzelheiten. Ano, a přítomný byl také blokový, bloku 16, který se o Bednárkovi vyjádřil, že je stará svině při této příležitosti. Bei diesem Gespräch war auch der Blockälteste von Block 16 anwesend, der sich über Bednárek in der Weise ausdrückte, Bednárek sei eine alte Sau. K tomu ještě chci dodat jenom to, že přestože ten blokový bloku 16 byl německý kriminální zločinec, tak jak jsem se přesvědčil, se choval k vězňům mnohem lépe než například Bednárek a mě osobně v pozdější době přímo zachránil život. Und obwohl dieser Blockälteste von Block 16 ein deutscher Krimineller war, konnte ich feststellen, dass er sich zu den Häftlingen wesentlich anständiger betrug als zum Beispiel Bednárek. Er hat mir selber später auch das Leben gerettet. No, o tom ovšem, jestli soudci to nepřeje, nebudu zde hovořit, protože to už je jiná historie.
Wenn es nicht gewünscht wird, brauche ich ja darüber hier nicht weiter zu reden, weil es eine andere Geschichte ist. Kdyby ovšem soudci přál i toto slyšet, tak bych to byl ochoten jako reprodukovat. Ja, wir wollen zunächst einmal bei dieser Gelegenheit stehen bleiben. Herr Zeuge, wann hatten Sie den Bednárek kennengelernt? Bednárka jsem poznal i hned, samozřejmě po příchodu na blok. Bednárek habe ich kennengelernt, selbstverständlich sofort, nachdem ich auf diesen Block gekommen war. Presního komandu. Des Strafkommandos gekommen war. Můžu uvést jenom zajímavý, psychologicky zajímavý moment, protože samozřejmě jednak jako blokový tam hrál hlavní roli a nás přejímal jednak, ale jednak mě se jako zaujal, protože byl nápadně podobný jednomu z mých strýců. Ich kann etwas noch hinzufügen, dass er als Blockältester uns übernommen hat, der die Hauptrolle dort spielte, und mich erinnerte er an einen meiner Onkel. Deswegen habe ich den Menschen also kennengelernt. Wie nicht deswegen kennengelernt, aber zaujal. Im Gedächtnis. Ja, im Gedächtnis. Nicht nur im Gedächtnis, aber meine Pozornost budil. Er erweckte dadurch meine besondere Aufmerksamkeit. Wie hat er denn diese Gruppe von polnischen Jugendlichen behandelt, die oder tschechischen Jugendlichen, die da herübergekommen sind? Sie sagten doch vorhin, es sei eine Gruppe abgesondert worden, die etwa 80 junge Menschen, die in das Lager da gekommen sind. Wie hat er die denn behandelt im Allgemeinen? K tomu musím říct to, že zpočátku, když jsme na blok přišli, se k nám choval velice slušně, nebo slušně, ne velice, ale slušně, že příslušníkům této skupiny, což nebylo zvykem na bloku, strafkomanda umožnil již druhý den volný pohyb po táboře, což vedlo k tomu, že se o nás ostatní vězňové tábora mohli starat, poskytli nám například oblečení a tak dále. Und dazu muss ich sagen, dass er sich zunächst anständig betragen hat. Zu dieser Gruppe, zu uns, ermöglichte auch, was im Strafkommando nicht üblich war, dass wir uns sehr bald frei im Lager bewegen konnten und andere Häftlinge sich um uns annehmen konnten, uns Kleider besorgen zum Beispiel und so weiter. Also die Gruppe junger Leute hatte an sich nicht unter ihm zu leiden? Nein. Ovšem po nějakém čase bylo to volné vycházení do tábora zapovězeno. A do tábora směli vycházet jedině ti, kteří jako například já, jednalo se asi o celkem o 5 chlapců, nějakým způsobem v táboře pracovali. Nach einiger Zeit wurde dieser freie Ausgang ins Lager allerdings verboten. Hinausgehen durften nur noch diejenige, es waren etwa 5 Jungen, wie zum Beispiel ich, im Lager arbeiteten. Ostatní mohli do tábora jenom naprosto výjimečně později. Die übrigen konnten nur noch in Ausnahmefällen ins Lager gehen später. Und haben Sie am nächsten Morgen nach dieser Prügelei selbst festgestellt, dass der eine dieser beiden Gefangenen tot war? Ano, nejenom já, ale i další, samozřejmě. Ja, nicht nur ich, auch andere. Ja, aber Sie auch. Ja, ano, já speziellně. Ja, ich besonders. Ja. Und was ist aus dem zweiten geworden, der nicht gestorben war? To bohužel nemohu udat, bezprostředně nezemřel. Jestli nadále zůstal ve strafkomandu, nevím, ale je to pravděpodobné. Jaký byl jeho další osud, to bohužel nevím. Vím ovšem jenom to, pardon, že se o něj pochopitelně starali další jako vězňové strafkomanda. Das weiß ich leider nicht. Unmittelbar ist er nicht gestorben und ich weiß nicht, ob er später, was wahrscheinlich ist, in der Strafkompanie blieb. Ich weiß aber, dass sich Häftlinge des Strafkommandos um ihn gekümmert haben. Haben Sie selbst einmal von Bednárek Schläge bekommen?
to přímo od něj ne, ale teda ne, ale dal příkaz jednou, abych byl potrestán. Ovšem nepovažuji to za nějak podstatné. Er hat mich selbst nie geschlagen, aber hat einmal Befehl gegeben, ich soll bestraft werden. Ich betrachte das aber nicht als sehr wichtig. Und zwar warum? Údajně mě nechal vyplatit 5 ran holých za to, že jsem neměl, teda údajně jsem neměl pořádně ustlanou postel. Weil ich angeblich das Bett nicht ordentlich gemacht hatte, ließ er mir 5 Schläge mit dem Stock verabreichen. Ja. Měl jsem ovšem dojem, a nejenom já, nejbrž i ty ostatní, že mě příliš nemá v lásce, právě protože jsem píplem na bloku 16. Ich hatte allerdings und auch andere hatten diesen Eindruck, dass er mich nicht besonders liebt, weil ich eben Pípel auf Block 16 war. Protože s jeho blokovým ani písařem nebyl v příliš dobrých stycích. Er war mit diesem Blockschreiber und dem Blockältesten in keinem guten Kontakt. Ja. Wir wollen jetzt in eine Pause eintreten. Ich bitte den Herrn Zeugen, sich in das Zeugenzimmer zu begeben und während dieser Pause mit niemandem sonst zu sprechen. Bitte schön. Erst den Moment, Augenblick, es wird hier angeregt. Wir sollten erst vor der Pause eine Gegenüberstellung stattfinden lassen. Ich bitte also die Angeklagten noch einmal vorzutreten. Mám otázku na soud ještě, na pana předsedu. Ich habe eine Frage an den Herrn. Ja, bitte schön. Pane řediteli, při té konfrontaci mohu označit všechny, které znám. Darf ich bei dieser Konfrontation alle bezeichnen, die ich kenne? Ja. I ty, o kterých jsem v protokolu nevypovídal. Auch die, über die ich in meinem Protokoll nicht ausgesagt ja. habe. Bitte schön. Danke. Das ist Bednarek. Ja. Das ist Herr Kaduk. Diesen Herrn kenne ich auch. Und ich glaube auch diesen Herrn. Ich glaube, das ist alles. Prosil bych, kdybych měl ještě možnost později si obžalované prohlídnout, jestli to jako je možné. Ist es später noch einmal sich die Angeklagten anzusehen? Später? Nebo prosím vás, dann schaue ich noch einmal durch, bitte. Ne, děkuji.
Nein, danke. Nicht mehr. Dann bitte die Angeklagte wieder Platz zu nehmen. Wir treten in eine Pause ein bis um 10:30. Auch erlebt, wie das sogenannte Zigeunerlager liquidiert worden ist. Chceme pokračovat. Ano. Ja. Samozřejmě. Ovšem, musím dodat jednu věc, že likvidace cikánského tábora, to jsem již byl na trestním bloku, teda bloku trestního komanda, že byla prováděna v noci a že tedy jsem samozřejmě nemohl vidět ty události, které se tam při té likvidaci probíhaly. Ich muss allerdings hinzufügen, dass die Liquidation des Zigeunerlagers stattfand zu der Zeit, als ich schon auf dem Block des Strafkommandos war. Diese Liquidation wurde nachts durchgeführt und so konnte ich diese Ereignisse nicht sehen, die dort stattfanden. In welchem Lager waren denn die Zigeuner untergebracht? To byl takzvaný cikánský lágr, tábor B2E. Das war das sogenannte Zigeunerlager, das Lager B2E. A velice dobře si pamatují na tu noc, protože tak asi ta likvidace toho tábora začala asi tak mezi 9. a 10. hodinou, že se něco chystá, jsme všichni věděli a já jsem ležel, vedle mě na kavalci leželi vězňové polské národnosti. Já jsem do té doby polsky neuměl ani nerozuměl a všichni očekávali na to, až přijedou auta, která měla ty oběti odvést. Ich kann mich aber gut an diese Nacht erinnern. Es fing so etwa zwischen der 9. und 10. Stunde an, dass ich etwas vorbereitete, das wussten wir. Neben mir lagen polnische Häftlinge. Ich konnte zu der Zeit nicht polnisch sprechen, aber wir warteten darauf, dass die Autos kommen, die die Opfer wegbringen sollten. A ti polskí vězňové, když to přijeli, začali říkat, že samochody, to je polský auto, jdou. Vlastně samochody, to bylo vlastně první slovo, no jedno z prvních slov polských, který jsem jako... Und als diese Autos kamen, sagten die politischen Häftlinge, die Samochody, das erste polnische Wort, das ich gelernt habe für Automobil, sie kämen also nun an. Samozřejmě, že polsky jako Čech rozumím, pochopitelně. Es ist begreiflich und klar, dass ich etwas polnisch als Tscheche natürlich verstehe. No, do celkem, protože polsky... Wann war denn das ungefähr? To bylo koncem července, bylo to teda v noci na 1. srpna. Es war Ende Juli, es war in der Nacht zum 1. August. Ja. Sie haben selbst diesen Abtransport der Zigeuner nicht erlebt. Nein. Haben Sie sonst etwas erlebt, was mit diesem Zigeunerlager zu tun hatte? Ano? Ja. Teda chtěl bych dodat, že ta likvidace cikánského tábora byla záležitostí, o které se velice mluvilo a já jsem sám měl, protože jsem byl tím pomocníkem toho písaře na bloku 16, tak jsem mnoho podrobností od nich slyšel, ale o těch hovořit nechci. Chtěl bych jenom o malé epizodě, která má určitý vztah k likvidaci cikánského tábora, hovořit a ta se vztahuje k bloku Strafkommanda. Über die Liquidation des Zigeunerlagers ist seinerzeit viel gesprochen worden und ich selbst habe sehr viel davon gehört, weil ich als Helfer des Schreibers auf Block 16 einiges erfahren habe. Darüber will ich aber hier nicht sprechen. Ich will über eine kleine Episode sprechen, die anlässlich der Liquidation des Zigeunerlagers etwas zu tun hat mit dem Block des Strafkommandos. Krátce po likvidaci cikánského tábora, asi v prvním týdnu z měsíce srpna, byli na blok Strafkommanda přivedeni 4 vězňové cikánského, teda ne národnosti, původu se dá říct. Kurz nach der Liquidation des Zigeunerlagers, also in der ersten Augustwoche, wurden auf dem Block des Strafkommandos 4 Häftlinge gebracht, von Herkunft Zigeuner.
v době likvidace tábora nebyli v E-lágru a proto nebyli s ostatními likvidováni. Während das Lager liquidiert wurde, waren sie nicht im E-Lager und deswegen wurden sie nicht mit den anderen liquidiert. Při známé důslednosti v těchto otázkách velitelství tábora a vůbec jako celého systému všeobecně se očekávalo, že budou likvidování dodatečně. Bei der bekannten Gründlichkeit der Lagerleitung und des ganzen Systems in diesen Fragen wurde allgemein erwartet, dass sie zusätzlich liquidiert werden. Oni to také tušili a velice se toho obávali. Sie ahnten das auch und hatten sehr große Angst davor. Jak se již cikáni chovají, tak svůj strach projevovali v tom, že velice prosili všechny možné takzvané pány, protože oni také za pána považovali kde koho, mezi iným také pochopitelně toho nejvlivnějšího, totiž vedoucího bloku, aby jim pomohl. In der Art der Zigeuner haben sie sehr gebettelt, alle möglichen Herren, und sie haben ja alle möglichen Leute als Herren betrachtet, begreiflicherweise in erster Linie den Blockleiter Bednárek, er soll ihnen helfen. Dokonce jsem sám byl svědkem toho, jak lezli před ním po zemi a prosili ho na kolenou, aby jim pomohl. Ich war selbst Zeuge, wie sie vor ihm auf den Knien krochen und ihn baten, ihnen zu helfen. Jemu se to ovšem, ze začátku se k ním choval nevšímavě, ale když prostě ho, jak on říkal, obtěžovali delší dobu, tak jednoho z nich dokonce velice surově udeřil. Zunächst einmal nahm er keine Kenntnis von ihnen, als sie ihn aber, wie er sagte, längere Zeit belästigten, hat er auch einen von ihnen sehr roh geschlagen. Ano. Aby jako měl od nich pokoj. Damit er vor ihnen Ruhe habe. Při té příležitosti ten dotyčný se zranil o ten komín bloku. Und bei dieser Gelegenheit hat dieser Betroffene eine Verletzung am Lagerkamin davongetragen. Chtěl bych jenom dodat to, že ti nešťastní cikáni krátce na to byli skutečně odvedeni do krematoria a likvidováni. Ich möchte hinzufügen, dass nach einiger Zeit diese unglücklichen Zigeuner auch tatsächlich in das Krematorium verbracht und liquidiert wurden. To vím naprosto bezpečně, protože jsme se to dozvěděli od vězňů Sonderkommanda později. Und das weiß ich absolut sicher, weil wir das von den Häftlingen des Sonderkommandos erfahren haben. Za tuto jako svému samotnou osobě v rámci toho všeho nepovažuji za příliš významnou, totiž chování Bednárka k ním, ale ilustruje to skutečnost, že přestože se například k té skupině těch mladých českých hochů choval relativně slušně, tak jinak byl přísným teda svým způsobem blokovým. Diese Episode des Verhaltens von Bednarek halte ich nicht für so wichtig, nur weil er sich gegenüber der Gruppe der jungen Tschechen verhältnismäßig anständig benommen hatte, hatte er ansonsten den Ruf eines brutalen Blockältesten. Sie haben vorhin bei der Gegenüberstellung noch auf drei weitere Angeklagte gedeutet, außer Bednarek. Was wissen Sie von denen? No to především teda jsem poznal bezpečně pana Kaduka. Nevím teda, jakým způsobem se označují obžalování, jestli pán. Ich habe ganz sicher Herrn Kalu kennengelernt. Ich weiß nicht, in welcher Art die Angeklagten bezeichnet werden, ob Herren oder ähnlich. Ja. Und wo haben Sie Kalu kennengelernt? A kde jste poznal Kaduka? Kaduka jsem ovšem poznal až v koncentračním táboře v Mauthausenu, kam jsem byl odtransportován po evakuaci tábora v Osvětšině. Kaduk lernte ich allerdings erst im Konzentrationslager Mauthausen kennen, wohin ich nach der Evakuation von Auschwitz verbracht wurde. Mám o tom vypovídat? Soll ich darüber aussagen? Ja, wenn Sie uns ganz kurz sagen wollten, haben Sie in Mauthausen festgestellt, dass Kaduk dort sehr
oder wie Karduk dort sich den Häftlingen gegenüber betragen hat und ob er in Mauthausen Menschen getötet hat. Ano, o tom mohu vypovídat a velice podrobně a také chci. Ja, darüber kann ich sehr genaue Angaben machen und will es auch. To je totiž podstatná část mého svědectví. Das scheint mir ein wichtiger Teil meiner Zeugenaussage zu sein. Ja, also an und für sich ist die Anklage hier nur wegen solcher Taten erhoben, die sich auf Auschwitz beziehen. Aber zur Erläuterung der Persönlichkeit der einzelnen Angeklagten wäre für uns von Bedeutung zu wissen, ob Karduk in Mauthausen Menschen getötet hat und ob sie etwas davon selbst gesehen haben. Ano, to jsem viděl a musím říct, že okolnost, že činy, které spáchal Karduk v Mauthausenu, prostě jsou záležitostí samou o sobě z hlediska soudu, tak pro osvětlení jeho osoby, jeho chování v Mauthausenu je velice významné, proto, že jeho zločiny v Mauthausenu se odehrály v době, když naprostá většina ostatních SS-manů se chovala pasívně a někteří dokonce se snažili získat alibi, protože to bylo těsně před koncem druhé světové války. Ja, das habe ich gesehen und die Taten Karduks in Mauthausen, über die ich hier aussagen möchte, scheinen mir sehr wichtig zu sein, denn in einer Zeit, als die absolute Mehrheit der SS-Männer sich passiv verhielt oder gar ein Alibi suchte, verübte Karduk seine Verbrechen in Mauthausen. Zur Durchleuchtung seiner Person halte ich das für wichtig. Do Mauthausenu jsem přišel po likvidaci tábora v Osvětšině asi tak 25. ledna 1945. Nach Mauthausen kam ich nach der Liquidierung des Lagers Auschwitz etwa um den 25. Januar 45. Evakuace samotná byla záležitostí příšernou. Naprostá většina vězňů z mého transportu zahynula na útrapy tohoto transportu a také i na důsledky při a také byla přímo při pochodech zastřelena. Die Evakuation war eine furchtbare Angelegenheit. Die große Mehrheit meiner Mithäftlinge kam durch die Entbehrungen dieser Evakuation ums Leben oder sie wurde direkt erschossen. O tom ovšem podrobně vykládat nechci, ale uvádím to jenom proto, abych ozřejmil, v jakém stavu jsem do Mauthausenu přišel. Darüber möchte ich nicht in Einzelheiten gehen, aber ich erführe es deswegen an, um klarzumachen, in welchem Zustand ich nach Mauthausen kam. Když jsme byli přivezeni do Mauthausenu a na nádvaží v Mauthausenu vyloženi z vagónu, tak teda někteří vězňové byli v mnohem ještě horším stavu než já, ale já jsem tou takzvanou pověstnou cestou, která z Mauthausenu města vedla do tábora, prakticky nemohl jít a jen tak jsem unikl zastřelení. Na této cestě řada vězňů totiž zastřelena ještě byla. Als wir auf dem Bahnhof Mauthausen ankamen und auswaggoniert wurden, waren zwar viele Häftlinge in einem schlimmeren Zustand als ich, aber ich selbst konnte auch den sogenannten sagenhaften Weg vom Bahnhof Mauthausen ins Lager nicht gehen, sondern wurde geschleppt. Oder konnte sehr schlecht gehen. Auf diesem Weg ist ja auch eine große Zahl von Häftlingen erschossen worden. A já jenom náhodou jsem unikl tomuto osudu. Und wie durch Zufall kam ich um dieses Schicksal herum. Naštěstí po příchodu do hlavního mauthausenského tábora, kde bylo velké množství českých politických vězňů, se mě tito svým způsobem ujali v podmínkách tábora v Mauthausenu a tak mě vlastně byl zachráněn život.
Zum Glück kam ich in das Hauptlager nach Mauthausen, in dem sich eine große Anzahl tschechischer politischer Häftlinge befand, die sich in ihrer Art meiner angenommen haben. Und so ist mir das Leben gerettet worden. Ist es richtig, dass Kaduk dort in einem Zeltlager sich bewegte und dort die Aufsicht führte? K tomu právě nyní chci přikročit. V druhé polovině března 1945 byl v koncentračním táboře Mauthausen vydán rozkaz, že všichni vězňové židovského původu, kteří v táboře jsou a i kteří do tábora přicházejí, mají být soustředěni v takzvaném Zeltlágru, který byl na úbočí kopce, na kterém se nalézal hlavní mauthausenský tábor. Dazu will ich gerade aussagen. In der zweiten Märzhälfte 45 wurde im Konzentrationslager Mauthausen der Befehl herausgegeben, dass alle jüdischen Häftlinge, die sich im Lager befinden oder ins Lager kommen, zusammengefasst werden sollen in einem Zeltlager am Fuße des Berges, auf dem sich das Hauptlager befand. Tato akce soustředění židovských vězňů do toho Zeltlágru byla pravděpodobně součástí plánu na likvidaci všech vězňů, která pochopitelně ovšem měla začít vězni židovskými. Diese Konzentration der jüdischen Häftlinge in das Zeltlager war sicher ein Teil des Planes der Liquidation aller Häftlinge, die beginnen sollte natürlich mit der Beseitigung der Jüdischen. Pokud se týče stanového tábora samotného, již jeho charakter sám o sobě byl součástí přímé fyzické likvidace těchto vězňů. Das Zeltlager selbst war ein Teil der physischen Liquidation der Häftlinge. Protože tam byly takové poměry, které přímo k této likvidaci vedly. Dort waren solche Verhältnisse, die direkt zu einer solchen Liquidation führten. Nejednalo se totiž o žádný normální tábor s organizací, která v ostatních táborech byla zvykem, ale o jakési nouzové zařízení. Es war kein normales Lager mit einer Organisation, wie sie in den anderen Lagern anzutreffen war, sondern eine Noteinrichtung. Vlastně se jednalo o řadu stanů, které svého času zakoupila správa tábora od jistého vídeňského cirkusu. Tyto stany byly postaveny na louce. Kolem těchto stanů byl potom postaven plot z osnatého drátu a s hlídkovými budkami. Teda s hlídkovými budkami. Es handelte sich um Zirkuszelte eines Wiener Zirkuses, die die Lagerleitung angekauft hatte. Die wurden auf einer Wiese aufgestellt, das Ganze von einem Stacheldrahtzaun umgeben und mit Wachhäuschen. Ja, wir wollen aber jetzt nicht die ganzen Verhältnisse von Mauthausen hier aufklären, sondern uns interessiert nur von Ihnen zu wissen, inwieweit Sie gesehen haben, dass Kaduk dort Menschen getötet hat. To totiž souvisí, poměry v tomto táboře souvisí velice úzce s vlastními činy Kaduka, jinak by to nebylo pro soud pochopitelné. Jenom z toho důvodu líčím tyto okolnosti. Die Verhältnisse in diesem Lager hängen eng mit den Taten Kaduks zusammen und aus diesem Grunde schildere ich das, weil ansonsten die Handlungsweise Kaduks nicht verständlich wäre. V tomto táboře neexistovalo nejelementárnější hygienické jiné zařízení, žádná normální organizace jako v jiných táborech a především, a to je nejpodstatnější, zde vůbec neexistovalo pravidelné zásobování vězňů potravou. In diesem Lager existierten noch nicht einmal die elementarsten hygienischen Einrichtungen, keine Organisation wie in anderen Lagern und auch die regelmäßige Versorgung der Häftlinge mit Verpflegung gab es auch nicht. To vedlo k tomu, že veliké množství vězňů umíralo v tomto táboře hladem.
Jedení mrtvol zde bylo naprosto běžnou záležitostí, to jsem viděl poprvé v životě. A když jsem potrava, to znamená Lagerzuppe, asi tak dvakrát až třikrát týdně v několika sudech pro mnoho tisíc vězňů byla přinesena, tak to vedlo přímo drastickým scénám, protože každý se snažil aspoň něco potravy dostat. Die große Mehrheit starb dort an Hunger. Leichentransporte waren auf der Tagesordnung. Ich sah sie dort mit Bewusstsein zum ersten Male. Und wenn 2 bis 3 Mal wöchentlich in einigen Kesseln die Lagersuppe gebracht wurde, das Essen, kam es zu drastischen Szenen. Ja, der Zeuge kommt nicht auf die Sache. Jetzt will er gerade draufkommen. Jetzt werde ich noch das immer so schwierig. So ja. Außenrum, also ich habe ihn gefragt, ob er gesehen hat, dass Karduk Menschen getötet hat. Und jetzt will er gerade. Ja, ja oder nein? Dass man mal ja, er hat es ja selbst gesehen. Das hat er ja schon gesagt. Ja, in Mauthausen. Das ja, in Mauthausen. Also wollen Sie bitte jetzt sagen, also, wie es bei dieser Essensverteilung zugegangen ist? Při tom rozdělování jídla bylo průměrně asi tak 8 až 10 sudů na velikých tyčích přineseno do tábora. Tisíce vězňů se kolem toho tísnilo a tlačilo se. A při této příležitosti Karduk nejednou tyto vězně rozháněl. A rozháněl je tak, že se chopil této jedné z těch tyčí, na kterých ty sudy byly nošeny, a to se jednalo o tyče až 3 metry dlouhé, velice silné, a těmito tyčemi tloukl vší svojí silou tam, kde prostě ta tlačenice vězňů byla největší. Bei dieser Essensverteilung wurden etwa 8 bis 10 Kessel an großen Stangen in das Lager gebracht. Tausende von Häftlingen versammelten sich und drängten sehr darum, um diese Kessel herum. Karduk hat bei dieser Gelegenheit die Häftlinge verjagt mit Hilfe einer dieser großen Stangen, die fast 3 Meter lang waren. Mit aller seiner Kraft schlug er in das größte Gedränge dieser Häftlinge hinein. Samozřejmě, sind dabei auch Häftlinge zu Tod gekommen. Samozřejmě, že přitom vězně a některé vězně velice těžce zranil. A sám mohu vypovědět, že, a to vím naprosto bezpečně, že 2 z těchto vězňů na následky jeho bití zemřeli. Jednoho znám přímo jménem. Selbstverständlich sind dabei viele Häftlinge sehr schwer verletzt worden und ich weiß sicher, und das will ich hier aussagen, dass 2 dieser Häftlinge an den Folgen der Schläge gestorben sind. Einen dieser Häftlinge kenne ich auch beim Namen. Wie hieß er? Jedním z nich byl inženýr Klein, který pocházel, který přišel s transportem maďarských Židů z Budapešti. A tento Klein, toho Kleina jsem znal proto, protože jako inženýr pracoval v době první Československé republiky delší dobu na Slovensku a hovořil slovensky. Unter anderem war ein Ingenieur Klein, der mit einem Transport ungarischer Juden aus Budapest kam. Ich kannte ihn deshalb, weil er während der ersten tschechoslowakischen Republik längere Zeit in der Slowakei gearbeitet hatte und von daher Slowakisch sprach. Ist es auch vorgekommen, dass bei diesem Zeltlager morgens Menschen nicht aufstehen konnten wegen Frost oder Ermattung oder Erschöpfung und dass die da nicht zum Appell erschienen? Was geschah mit diesen Häftlingen? K tomu mohu říct to, že tábor Zeltlager byl zcela přeplněn a značná část vězňů, zejména ti nově příchozí, již nemohli být umístněni a nemohli, již se nevešli do těch stanů. Proto spali pod širým nebem, což v klimatických poměrech Rakouska v této roční době mělo strašné následky. Ja, dazu ist zu bemerken, dass viele der Neuankömmlinge keinen Platz mehr in den Zelten fanden, unter freiem Himmel schlafen mussten, was bei den klimatischen Verhältnissen Österreichs zu dieser Jahreszeit schreckliche Folgen haben musste. A
Tak se pochopitelně stalo, že tito vyčerpaní vězňové, někteří z nich ráno při takzvaném budíčku, to znamená, když SS mani přišli do tábora, nemohli vstát. Und so passiert es, einige dieser Häftlinge morgens beim sogenannten Wecken, das heißt, wenn die SS-Leute das Lager betraten, nicht aufstehen konnten. A při této příležitosti a Kaduk, který v táboře figuroval velice významně, tyto vězně obcházel, kopáním se je snažil přimět k tomu, aby vstali, a s prostými nadávkami, pochopitelně. A když nemohli, tak je střelou do týla zastřelil. Dabei geschah es, dass Kaduk, der eine wichtige Funktion im Lager erfüllte, um diese Häftlinge herumging, sie durchtreten und gemeine Beschimpfungen veranlassen wollte, aufzustehen, und wenn das nicht geschah, sie ins Genick schoss. Ano. Ins Genick oder ins Gesicht? Obličeje? Do týla. Ins Genick. Ins Genick. Und wie oft ist das vorgekommen? Vypovídám jenom o tom, co jsem sám na vlastní oči viděl, a v té části tábora, v které jsem se pohyboval, a já jsem se pohyboval ze specifických důvodů poměrně v blízkosti Kaduka, jako bývalý osvědčínský vězeň, tak v této části průměrně 3 až 5 vězňů denně zastřelil. Ich sage nur darüber aus, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Ich habe mich ja aus spezifischen Gründen als Auschwitz-Häftling in der Nähe von Kaduk bewegt und in dieser Zeit hat er täglich etwa 3 bis 5 Häftlinge erschossen. Sám na vlastní, sám mohu udat, že jsem ho viděl zastřelit sám bezpečně nejméně 30 lidí, a to je, mohl bych udat i větší číslo, ale číslo 30 je, myslím, minimální. Ich persönlich kann angeben, dass ich gesehen habe, wie er etwa 30 Leute erschoss. Ich könnte auch eine größere Zahl angeben, 30 ist die Minimalzahl. Musím udat k tomu to, že určitý počet vězňů vzhledem k zvláštním okolnostem, jako jednou zastřelil větší počet vězňů, a to za zcela zvláštních okolností, a protože s ohledem na tyto okolnosti se to dá, myslím, bezpečně zjistit. Einmal erschoss er eine größere Anzahl von Häftlingen aus einem besonderen Anlass und aufgrund dieser besonderen Umstände lässt sich diese Zahl angeben. K tomu ještě předtím chci předeslat, že Kaduk byl jediný z těchto SS-manů, a bylo jich tam víc, byl jediný a sám, který tuto akci prováděl. Nikdo jiný. Und dazu muss ich sagen, dass Kaduk der einzige SS-Mann war, und es waren ja mehrere SS-Leute dort, der diese Aktion durchführte. Niemand anders. A my, kteří jsme samozřejmě podle jména Kaduka znali, jsme jako, nás to nijak neudivovalo. Wir waren dadurch nicht erstaunt, die Kaduk ja kannten. Nyní ale k věci. Chtěl bych říct toto. Počátkem dubna 1945 z blíže mě neznámých důvodů v noci náhodou byl stanový tábor v Mauthausenu bombardován spojeneckým hloubkovým letcem. Und wann war das? Anfang April 45. Ja. Wurde aus mir näher nicht bekannten Gründen das Zeltlager in Mauthausen durch einen alliierten Tiefflieger bombardiert. Bylo to pravděpodobně důsledkem toho, že některá stráž z kulometu vystřelila po letícím letounu. Wahrscheinlich hat eine der Wachen mit dem Maschinengewehr nach dem Flugzeug geschossen. Do tábora spadly 2, pokud já vím, pumy, a jedna z nich dopadla v místě asi 15 metrů ode mě. Já jsem totiž tam spal v boudě, asi s 6 kamarády v boudě na nářadí, což mě umožnili mý přátelé z hlavního tábora,
A tato bouda byla nade mnou zcela smetena. Bei dieser Gelegenheit fielen meines Wissens zwei Bomben ins Lager, eine etwa 15 Meter von dem Ort, wo ich mich befand. Ich schlief mit einigen sechs Freunden in der Gerätebude. Diesen Platz hatten mir Freunde aus dem Hauptlager vermittelt. Und diese Gerätebude ist über meinem Kopf zusammengefallen. Und wie viele Leute wurden da verletzt dabei? Ja, při této příležitosti byla řada lidí, teda jednak zabita a řada lidí velice těžce zraněna, řada lidí lehčej. Těch těžce zraněných, to vím naprosto bezpečně, bylo 8. Při podmínkách tábora, i když jsme věděli, jaký osud je čeká, jsme jim při těch podmínkách tábora nemohli pomoct, nemohli jsme je nějak ukryt a tak dále. Eine Reihe von Menschen wurde getötet. 8, und das weiß ich genau, wurden schwer verletzt, eine Reihe noch leichter verletzt. Und was geschah mit diese Schwerverletzten konnten, obwohl wir wussten, welches Schicksal ihnen, sie erwartete, konnten wir ihnen bei den Verhältnissen im Lager nicht helfen. Und was geschah mit ihnen? Rano, když přišli SS-mani do tábora, tak první věc samozřejmě byla, že Kaduk jim, jak se vyjádřil, dal ránu z milosti, to znamená, že všechny zastřel, všech těchto 8 lidí, to jsem viděl na vlastní oči a byl jsem v bezprostřední toho blízkosti. Morgens, als die SS ins Lager kam, sah ich mit eigenen Augen und war unmittelbar daneben, als Kaduk diesen 8 den Gnadenschuss gab. Sie haben dann außerdem noch 2 weitere Angeklagten erkannt. Was ist mit diesen beiden gewesen? Tyto muže znám jenom od vidění. Některé další tváře se mně zdají také jako povědomé, ale nechtěl jsem záměrně nikoho označovat, koho jsem neznal. Pokud se týče... Diese beiden Männer kenne ich nur vom Sehen, auch einige andere Gesichter kommen mir noch bekannt vor, aber ich kann sie nicht näher bezeichnen. Wo Sie diese beiden Männer gesehen haben, wissen Sie das noch? Viděl jsem je naprosto bezpečně v koncentračním táboře v Birkenau. Ich habe sie sicher im Konzentrationslager Birkenau gesehen. Nicht erst in Mauthausen. Nicht erst in Mauthausen. Ich bitte dem Zeugen mal dieses Bild vorzulegen und ihn zu fragen, ob er einen der Menschen, die auf diesem Bild abgebildet sind, erkennt. Pardon, toho, který stojí v pravém rohu dole. Der in der rechten Ecke steht. Und unten. Wer ist das? Jméno bohužel neznám. Den Namen weiß ich nicht. Und woher kannten Sie diesen Mann? Od vidění právě v Birkenau. Vom Sehen in Birkenau. O jeho činnosti ovšem nemohu nic, prostě je... Od vidění ho znám. Vom Sehen kenne ich ihn, von seiner Tätigkeit kann ich nichts aussagen. Wissen Sie, ob er ein Blockführer dort war? Ano, pravděpodobně. Ja, wahrscheinlich. Záměrně neuvádíme, no, aby nedošlo k nějakému... Absichtlich sage ich nichts anderes, damit keine Verwechslung vorkommt. Haben Sie mal den Namen Baretzky gehört? Ano, samozřejmě. Und ja. Was, in welchem Zusammenhang haben Sie diesen Namen gehört? Především teda jsem ho, jeho jméno poznal v souvislosti s různou šmelinou, kterou prováděl s devizami a se zlatem, kterou prováděl v B2D. Ovšem slyšel jsem také o jeho zločinech, jeho zločiny jsem však bezprostředně sám osobně neviděl. Ich hörte vor allem seinen Namen im Zusammenhang mit verschiedenen Schiebungen, mit Devisen und Gold, die er in B2D durchgeführt haben soll. Ich hörte auch im Zusammenhang mit Verbrechen, aber das habe ich ja nicht gesehen.
Könnte das Baretzky sein? Je to možné. Es ist möglich. Ano, je to možné. Ja, es ist möglich. Es ist möglich. Sie haben uns vorhin von Kaduk erzählt. Woher kannten Sie Kaduk und woher kannten Sie seinen Namen? Kadukovo meno sem se dozvěděl od osvěčínského vězně, který delší dobu strávil v hlavním osvětínském táboře a který ho velice dobře znal. Kaduks Namen erfuhr ich von einem Auschwitzer Häftling, der längere Zeit im Hauptlager verbracht hatte und Kaduk gut kannte. Und wo haben Sie den Namen erfahren? Erst in Mauthausen oder bereits in Auschwitz? Osvětíně jsem jeho jméno slyšel, ale tam jsem o tamtad si na něj nepamatuji. In Auschwitz hörte ich seinen Namen, aber von dort kann ich mich nicht an ihn erinnern. Pokud se týče jeho totožnosti, ta je naprosto bezpečně zjištěna, protože dotyčná osoba, jednalo se o táborového holiče z Osvětšína 1, tak ten byl se mnou v úzkém kontaktu a tento a současně byl v úzkém kontaktu, relativně teda úzkém kontaktu se samotným Kadukem. Neboť Kaduk ho z Osvětšína znal a obracel se na něj. Was die Identität dieser Person angeht, ist sie wohl sicher, denn der Häftling, von dem ich sprach, war der Lagerfriseur von Auschwitz I, mit dem ich in einem sehr engen Kontakt war und der selbst in einem relativen engen Kontakt mit Kaduk war und Kaduk hat ihn ja auch dort angesprochen und sich an ihn gewendet. Ja. Und von ihm einiges verlangt. Wissen Sie noch, wie der Friseur geheißen hat? Ano, jmenoval se Jakubovič. Ja, er hieß Jakubovic. Jakubovic. Ovšem, k tomu musím dodat jedno, že tento Jakubovič, jméno tohoto svědka jsem jako poznal, jsem zjistil přesně až později od jiných osvětčínských vězňů. Ich muss hinzufügen, dass ich den Namen dieses Zeugen erst später durch andere Auschwitzer Häftlinge erfahren habe. Ja. Sind noch Fragen von Seiten des Gerichts? Ja, bitteschön. Herr Bergmann, sind Sie außer in Birkenau und Mauthausen noch in einem anderen Konzentrationslager gewesen, in Deutschland oder Österreich? Pouze v koncentračním táboře, teda v getě, v Terezíně jsem byl, a to skoro 2 roky, teda pardon, a to od 24. října 1942 do 18. května 1944. A krátkou dobu při evakuaci Osvětšína jsem byl krátkou dobu v jednom z osvětšínských vnějších táborů, ale jenom krátkou dobu několik dní. Ich war im Ghetto in Theresienstadt vom 24.10.42 bis 18.05.44 und dann nach der Evakuierung des Lagers. Bei der Evakuierung des Lagers war ich kurze Zeit in einem der Auschwitzer inneren Lager. Bylo to v blízkosti polského, teda slezského města Rybník. Es war in der Nähe der schlesischen Stadt Rybník. My jsme nemohli být odtransportováni, byla tam skupina vězňů, kteří při evakuaci nemohli již pochodovat dál, ale také nemohli být současně evakuováni, protože situace na frontě to nedovolovala. Wir waren eine Gruppe von Häftlingen, die nicht weiter marschieren konnte, aber auch nicht weiter evakuiert werden konnte, weil die Situation an der Front es nicht erlaubte. Po určitou dobu. Dann zu diesem Vorfall in dem Waschraum in der im Block 13 der SK. Sie sagten, dass die beiden jungen polnischen Häftlinge geschrien und gebeten hätten, offenbar um ihr Leben, und dass Bednarek und die anderen
die mit Stöcken auf sie eingeschlagen hätten, sie grob beschimpft hätten. In welcher Sprache geschah dies alles? Bednarek používal řeči polské. Bednarek verwendete die polnische Sprache. Und die Häftlinge, die geschlagen wurden? Polski. Polnisch. Haben Sie das verstehen können? No, do určité míry ano. Bis zu einem bestimmten Grade ja. Dankeschön. Herr Staatsanwalt, keine Frage mehr. Herr Rechtsanwalt Ormond. Von Seiten der Verteidigung, Herr Rechtsanwalt. Ich möchte eine Erklärung abgeben. Bitte schön, ja. Kado, bitte schön. Herr Vorsitzender, ich habe mit Mauthausen Zeltlager gar nichts zu tun gehabt. Die Häftlinge im Stammlager kamen, 6.500 Häftlinge nach Mauthausen in der Stammlager. 1945, April, Anfang April, hat man ein Zeltlager aufgebaut, da sämtliche jüdische Häftlinge gekommen sind von verschiedenen Richtungen nach dem Zeltlager. Der Hauptstoffführer Bachmeier war damals Schusterflaggeführer gewesen. Ich hatte mit dem Schusterflagger oder mit dem Zeltlager gar nichts zu tun gehabt. Und der Zeuge war gar nicht draußen gewesen im Zeltlager. Das ist unmöglich, weil er im Stammlager gewesen ist. Also, ich kann mich nicht erinnern, ich habe mit dem Lager gar nichts zu tun gehabt. Das ist nicht wahr. Ja, Kado, Moment. Wieso wissen Sie denn von diesen einzelnen Einteilungen im Lager Mauthausen? Sie waren doch auch dort. Herr Vorsitzender, wenn ich in ein Lager komme, ich musste mich melden beim Hauptstuhlführer Bachmeier, haben wir uns gemeldet, dass wir so viel, also Rapportführer und so viel Blockführer sind und hat uns das erzählt und mit uns Lager durchgegangen, dann muss ich doch wissen, was im Lager los ist. Ja, und blieben Sie nicht dort im Lager? Wie bitte? Blieben Sie nicht dort? Ja, ich blieb im Lager, aber ich habe mit dem Zeltlager gar nichts zu tun gehabt. Auch im Zeltlager war kein Appell gewesen. Ja. Auch kein Frühappell, auch kein Abendappell gewesen. Wo waren Sie denn in Mauthausen? Ich war im Stammlager gewesen. Im Stammlager? Jawohl. Und dieses Stammlager bestand aus Baracken, oder? Das war Steinbaracken und auch aus Holzbaracken waren gewesen. Stein und Holzbaracken. Jawohl. Da waren Sie tätig und hatten mit dem Zeltlager nichts zu tun. Gar nichts zu tun. Von uns Auschwitzer, wir hatten gar nichts zu tun. Ja, und Sie sind auch nicht ab und zu... Auch gar nichts zu tun gehabt da. Ohne, dass Sie verpflichtet gewesen wären, hatte hingegangen? Kein Interesse gehabt. Sie hatten kein Interesse an. Bitte schön, Herr Zeuge. Haben Sie gehört, was er sagt? Selbstverständlich nicht verstanden. K tomu teda mám dvě otázky. Jednak teda naprosto bezpečně vím, a jsou zde i další svědkové, kteří totožnost Kaduka a jeho pobyt ve stanovém táboře mohou potvrdit. A jména těchto svědků mohu soudu dát k dispozici. Zwei Dinge. Ich bin absolut sicher, und es sind ja auch noch andere Zeugen hier, die die Identität Kaduks und seine Anwesenheit im Zeltlager bezeugen können. Za druhé potom chci se zeptat pana Kaduka. Pan Kaduk tvrdí, že se stanovým táborem neměl nic společného. Jak to, že ví, že tam nebyl ranní a večerní apel? Der Herr Kaluk erklärt, dass er mit dem Zeltlager nichts zu tun gehabt habe. Woher weiß er dann, dass dort morgens und abends keine Appelle stattfinden? Ich weiß es ganz genau. Der Schutzauflage-Führer hat gesagt, in den Zeltlager machen wir keinen Appell. Wir haben die, es sind SS-Leute gekommen mit Transporte und der hat angegeben, der Transportführer eine Stärke, ich möchte das so ausnehmen, 1500 oder 2500 Häftlinge. Die Häftlinge wurden gezählt von dem Rapportführer im Stammlager. Und die wurden alle geführt in das Zeltlager und da war kein Appell gewesen. K tomu mohu dodat jenom to. Já jsem neudal, že tam Appell byl. Ich habe ja auch nicht angegeben, dass dort ein Appell gewesen sein soll. Ani zde před soudem, ani ve svém protokolární výpovědi. Weder in meiner protokolarischen Aussage noch hier vor Gericht. Ale udal jsem, a to je naprosto přesné, a to můžou dosvědčit tisíce vězňů, ne pouze já, ale teda... Pardon, to tisíce nepřekládejte. Další vězňové to mohou potvrdit. Es können auch weitere Häftlinge und nicht nur ich bestätigen. Že všichni vězňové museli ráno vstát z míst, kde v noci spali. Dass alle Häftlinge morgens von den Orten, wo sie die Nacht geschlafen hatten, aufstehen mussten. Ja, also das ist richtig. Der Zeuge hat auch bei seiner Vernehmung in Prag erklärt, dass die Häftlinge, die morgens so entkräftet und von der nächtlichen Kälte durchgefroren waren,
dass sie beim sogenannten Wecken sich nicht vom Boden erheben konnten, erschossen worden seien. Herr Vorsitzender, der Zeuge kam ja gar nicht nach dem Zeltlager raus. Er kam ja gar nicht hin nach dem Zeltlager. Waren Sie im Zeltlager drin auch? Selbstverständlich, ich war die ganze Zeit... Sagten Sie nicht, Sie wären in einem Geräteschuppen untergebracht gewesen? Že jste byl ubytován v budě, v boudě na nářadí. To bylo důsledkem toho, že to vlastně byla pro mě veliká výhoda, umožnilo mě to také do určitý míry jako v tomto táboře léte existovat. To bylo dáno tím, že mě tuto boudu na nářadí dali k dispozici vězňové z hlavního tábora, kteří tam měli kopat prostě zařízení. Das kam mir nur deswegen zugute, weil mir Häftlinge aus dem Hauptlager diesen Geräteschuppen, den sie dort auf dem Gelände hatten, zur Verfügung stellten, dass ich drin schlafen konnte. Sie hatten das Gerät dort, weil sie dort einen Graben ziehen sollten. Protože také dotyčný svědek Jakubovič, ty dotyčný pan Jakubovič věděl, že jsem ve spojení s táborem nahoře, tak se na mě obracel jako na určitýho, jako, tak se, proto se na mě obracel, teda nejenom jako na vězně s Osvětími, ale taky protože věděl, že tam mám určité zvláštní postavení. Und gerade aus diesem Grunde, weil Jakubovič wusste, dass ich eine Verbindung mit dem Hauptlager hatte, wandte sich an mich. Also nicht nur als Auschwitz-Häftling, sondern auch, weil wusste, dass ich eine Verbindung mit dem Hauptlager habe. Ja, nun war denn dieser Geräteschuppen innerhalb des Raums des Zeltlagers? Ano, samozrejme. Ja, selbstverständlich. Da war er. Also, Sie sagen, er war doch dort. Ja, Herr Vorsitzende, das ist gar nicht wahr. Ich kann nur sagen, dass kein Häftling mehr aus dem Stammlager in das Zeltlager gekommen ist. Es war eine Stärke von 14.575 waren gewesen. Ich weiß nicht so genau, da ich auch Blockführer Matthausen gewesen war, darum weiß ich ganz genau. Ja, aber warum soll denn dieser Zeuge nicht in das Zeltlager gekommen sein? Warum muss er denn in das Stammlager gekommen sein? Nur die Essenträger sind gekommen. Vom Stammlager haben das vor dem Tor hingestellt und dann kamen Häftlinge aus dem Zeltlager und haben das Essen wieder reingebracht, der war in das Zeltlager. Die durften gar nicht in das Lager passieren, das Zeltlager. So wie weit ist mir bekannt. Ja, aber im Zeltlager lebten doch auch Häftlinge. Jawohl. Warum kann denn der Zeuge nicht einer von denen gewesen sein, die im Zeltlager lebten? Warum soll denn der nicht im Zeltlager gewesen sein? Sie sagen, es war für einen Häftling aus dem Stammlager nicht möglich, ins Zeltlager zu gehen. Aber die Häftlinge, die im Zeltlager untergebracht waren, die waren doch dort und dazu kann er ja gezählt haben. Herr Vorsitzender, von Auschwitz, die Häftlinge, die wurden untergebracht im Stammlager, nicht im Zeltlager. Stimmt das? Denn das Zeltlager wurde erst angeblich Ende März oder Anfang April. Und die sind doch schon 28. oder 29. Januar gekommen. Da war noch kein Zeltlager gewesen draußen. Die sind in das Stammlager Matthausen gekommen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja. Er sagt, wie Sie gekommen wären, hätte noch gar kein Zeltlager bestanden. Pokud vím, tento Zeltlager už existoval, ale nakolik byl obsazen, nevím. V lednu 44. Ale to, že všichni vězňové židovští, anebo naprostá většina, židovských vězňů, teda i z Osvětšina, kteří byli v hlavním táboře, byli převedeni systematicky ze zhora do Zeltlágu, teda z hlavního tábora do Zeltlágu, to je naprosto bezpečné a dá se to ověřit dokumentárně a dá se to ověřit výpověďmi dalších svědků. Já sám jsem byl v Zeltlágu 3 týdny a jsou další svědkové, kteří to mohou bezpečně, můj pobyt v tomto táboře mohou bezpečně potvrdit. Als ich im Januar dorthin kam, glaube ich, dass schon ein Zeltlager bestanden hat. Wie es belegt war, weiß ich nicht. Aber alle jüdischen Häftlinge, auch die Auschwitzer Juden, wurden systematisch nach und nach von oben in das Zeltlager gebracht. Es lässt sich dokumentarisch und auch durch Zeugenaussagen festlegen. Auch können Zeugen aussagen, dass ich 3 Wochen in diesem Zeltlager gewesen bin.
A můj pobyt se tam dá přesně a svědecky doložit. Und meine Aussage kann genau und durch Zeugenaussagen weiter belegt. Und dort haben Sie Cato gesehen und das ist für Sie gar kein Zweifel und das, was er dort getan hat, das haben Sie auch gesehen mit eichen Augen. Ano, a musím dodat, že jsem se pohyboval v blízkosti Kaduka a zejména při tom, kdy celtlágr byl vyklízen. On sám při vyklízování tohoto celtlágru hrál důležitou úlohu. A ich bewegte mich in der Nähe Kaduks, auch als das Zeltlager ausgeräumt wurde. Und bei dieser Ausräumung des Zeltlagers spielte auch Kaduk eine wichtige Rolle. Při této příležitosti, při té vyklizování toho celtlágru žádali pochopitelně také SS-mani pomoc vězňů a do značné míry tuto pomoc organizoval uvedený Jakubovič a já jsem také byl ve skupině těch vězňů, kteří jako při tom vyklizování tábora pomáhali. Bei der Ausräumung des Zeltlagers forderten die SS-Männer die Hilfe der Häftlinge an. Diese Hilfe hat in erster Linie Jakubowitsch organisiert. Ich gehörte auch zu der Gruppe, die zur Hilfe eingeteilt war. Jakubowitsch z titulu své známosti s Kadukem z Osvětšína bekam diese Funktion aufgrund seiner Bekanntschaft, mit persönlichen Bekanntschaft mit Kaduk aus Auschwitz. Proto také při evakuaci nebo při vyklizování toho celtlágru v Mauthausenu byla naprostá většina vězňů seřazena. Byli všichni vězňové seřazeni do pochodového transportu a měli být odvedeni směrem k Velsu u Lince. Bei dieser Ausräumung des Zeltlagers in Mauthausen wurden ja dann die Häftlinge zum Marschtransport aufgereiht und sollten nach Wels bei Linz gebracht werden. Protože já jsem ale byl. Ja. Was hat das mit Kaduk zu tun? To má s Kadukem dělat to, protože to potvrzuje naprosto bezpečně, že jsem se zúčastnil toho vyklizování. Dadurch soll beschädigt werden, dass ich an dieser Ausräumung anwesend war. Ja, also protože jsem. Also Sie bleiben dabei, dass Sie dort Kaduk gesehen haben, dass sich das dort abgespielt hat, was Sie uns ano, bezeugt já jsem byl protože jsem pomáhal při vyklizování toho tábora, tak jsem byl mezi posledními vězni, kteří z celtlágru vycházeli. Weil ich bei der Ausräumung des Lagers half, war ich unter den letzten Häftlingen, die das Zeltlager verließen. A ja. Tato skupina asi několika set vězňů však už nebyla přizazena k hlavnímu, k tomu transportu, ale byla dirigována dolů do Mauthausenu, do města a tam umístěna do dvou starých lodí, kteří kotvili na Dunaji. Und diese Gruppe, mehrere hundert Mann, wurden nicht mehr zum Marschtransport beigestellt, sondern direkt in die Stadt Mauthausen gebracht und untergebracht in zwei alten Schiffen, die auf der Donau ankerten. Ja. Haben Sie das gehört, was er sagt? Jawohl, ja, das geht. Der Streit hier energisch ab, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun gehabt. Ich war in Stammlager, das gebe ich selber zu, aber mit Zeltlager habe ich gar nichts zu tun gehabt. Ja. Nehmen Sie Platz. Ist sonst noch eine Frage von Errichten bei Dr. Reiners? Herr Zeuge, habe ich mich in Erinnerung, dass Sie als Ihren Beruf Historiker angegeben haben? Ja. Prosim. Ja. Übersetzen Sie das bitte. Pamatuje se, pan advokát, přesně, že jste řekl, že vaše povolání je historik. Prosím, pane, bitte. Ja. Ja. Mit welchen Abschnitten, mit welcher Materie der Geschichte befassen Sie sich und wie ist die Eigenart Ihrer beruflichen Tätigkeit? Mit Wirtschaftsgeschichte und Sozialgeschichte mit der Periode des 19. Jahrhunderts. Machen Sie das freiberuflich oder? Freiberuflich, teilweise. Частично то делаем. Darf ich das dahin verstehen, dass Sie darüber schreiben oder Unterricht erteilen oder irgendwas? Vědecky pracuji v tom. Ich arbeite wissenschaftlich in diesem Bereich. Zabývám se hlavně dějinami hornictví. Ich beschäftige mich vor allem mit der Geschichte des Bergbaus.
Ja, davon kann man nicht leben. Er muss ja nur irgendwie was produzieren. Er ist bei der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität. Er hat gesagt, freiberuflich sortiert. Частечně, teilweise. Zum Teil. Freiberuflich sortiert. To plyne z toho, prosím, že jsem vážně nemocen a toho času jsem sice zaměstnancem Filozofické fakulty, ale toho času dostávám invalidní rentu s ohledem na svůj zdravotní stav. Ich bin ernsthaft krank. Ich bin zwar Angestellter der Philosophischen Fakultät, bekomme aber zurzeit eine Invalidenrente wegen meines Gesundheitszustandes. A mohu pracovat jedině částečně a to pracuji tedy jako svobodný vědec. Und ich kann nur zeitweise und teilweise arbeiten und da arbeite ich als freier Wissenschaftler. Freier Wissenschaftler. Hm. Z toho důvodu, ale... Aus diesem Grunde wegen meiner Krankheit. Eine letzte Frage: Wie alt waren Sie damals, als Sie in Auschwitz und Mauthausen waren? 14, 15 Jahre. 14, 15 Jahre. Danke, Herr Brennewald. Haben Sie auch in dem Lager, wo Sie da gewesen sind, in A2D, haben Sie da auch einen Lagerarzt kennengelernt? Oder war das in B? In B, vorher in B, wie Sie in B waren. Im Theresienstädter Lager. Tak při této příležitosti jsem SS-lékaře neznal táborového, ale měl jsem možnost, prostě tu selekci té skupiny prováděli dva SS-lékaři. Bei dieser Gelegenheit im Lager habe ich einen SS-Arzt nicht kennengelernt, aber die Selektion der Gruppe führten zwei SS-Ärzte durch. Z nichž jeden byl doktor Mengele, ten mě později selektoval ještě jednou. Der eine war doktor Mengele, der mich später noch einmal selektierte. A toho jsem také v Birkenau několikrát ještě viděl. Und den sah ich auch öfter noch einige Male in Birkenau. A ten druhý, který se té selekce zúčastnil, toho jméno neznám, ale domnívám se, že to je jeden z těch pánů, kterého jsem poznal. 100% to ovšem nemohu. Den Namen des anderen weiß ich nicht. Es könnte einer der Herren sein, die ich kennengelernt habe, aber daran kann ich mich nicht genau erinnern. Da, ja, die ich hier erkannt, da erkannt ja. habe. Ja. Ja. Herr Dr. Stolling. Herr Zeuge, haben Sie schon einmal Ihre Erlebnisse in Auschwitz als Historiker in einer Abhandlung niedergelegt? Ne, protože já se záměrně nezabývám novými a nejnovějšími dějinami, zejména ne dějinami druhé světové války a dějinami nacistické persekuce, protože k tomu mám jiný než osobní, mám k tomu velice úzký osobní vztah a nemohu to z citových důvodů akademicky zpracovávat. Ich habe darüber noch nicht geschrieben. Über alle Dinge der jüngsten und der Zeitgeschichte, auch der narzisstischen Verfolgung, habe ich noch nicht gearbeitet, weil ich dazu eine sehr enge persönliche Beziehung habe und ich da also nicht wissenschaftlich arbeiten kann. Wissen Sie, akademisch, das akademisch arbeiten. Das wissen Sie noch, wann Sie in Prag in dieser Sache vernommen worden sind? Griste byl v Praze vyslýchán k této věci. Na jaře tohoto, teda koncem jara tohoto roku svoje svědectví jsem prodával proto pozdě, protože jsem měl pochybnosti o tom, zda zločiny, nebo mé obvinění Kaduka, které za zločiny spáchané v Mauthausenu, také přísluší před tento soud, ale... Ich wurde Ende des Frühjahrs dieses Jahres dazu vernommen. Ich hatte Bedenken, ob die Verbrechen, die Kaduk in Mauthausen begangen hat, auch vor dieses Gericht gehören. Ale potom jsem se rozhodl v každém případě svědectví sem zdejšímu soudu zaslat. Und dann entschloss ich mich doch in jedem Falle, meine Zeugenaussage diesem Gericht hier zejména zu überstellen. Zejména také, protože svědčím nejenom proti Kadukovi, ale i proti Bednárkovi. Und vor allem deswegen, weil ich ja nicht nur gegen Kaduk, sondern auch gegen Bednárek auszusagen habe. Wissen Sie, wie es zu dieser Aussage, zu Ihrer Vernehmung in Prag gekommen war? Víte, jak přišlo k vašemu výslechu v Praze? K mému výslechu, já jsem byl vyslechnut na moji vlastní žádost. Ich wurde auf eigenes Ersuchen vernommen. A byl jsem vyslechnut předsedou
An wen hat er das Ersuchen gerichtet gehabt? Na, Městský soud hlavního města Prahy. Zum städtischen Gericht der Hauptstadt Prag. Da muss ich dem Zeugen aber vorhalten, dass in der Prager Vernehmung, dass die beginnt mit auf Vorladung erschienen. Ale rozuměl jste, že v protokolu stojí, že jste byl pozván. Ano, byl jsem, já jsem nejdřív jako požádal o svůj výslech, ale potom jsem byl pochopitelně na určitý den pozván. Ich habe eines Tages um meine Vernehmung ersucht und dann wurde ich eingeladen zur Vernehmung. Herr Zeuge, Sie haben heute gesagt, dass die Strafkompanie in Block 13 gewesen sei. Bei Ihrer Vernehmung in Prag haben Sie gesagt, Block 11. To plyne pravděpodobně z písařské chyby. Já prostě bezpečně se jednalo o blok 13. Na, das könnte ein Schreibfehler sein, es war ganz sicher der Block 13. Ane, Block 13. Oder habe ich mich versprochen? Besitzt der Zeuge eine Abschrift seiner Vernehmung in Prag? Máte kopii vašeho výslechu? Dělal jsem si poznámky, které samozřejmě mám. Ich machte eigene Anmerkungen, die ich besitze. Ah, also keine Abschrift. Ne, máte kopii. Ne. Nein. Herr Zeuge, wenn ich Sie recht verstanden habe, berichteten Sie vorhin, dass der Blockälteste des Blocks 16 ein deutscher Krimineller gewesen sei. Meine Frage, ist Ihnen der Name dieses deutschen Kriminellen, der Blockältester in Block 16 gewesen ist, bekannt? Bohužel, toto má jméno neznám. Leider weiß ich diesen Namen nicht. Zapomněl jsem již mnoho dalších jmen a dokonce lidí, kteří mě byli mnohem bližší. Ich habe eine ganze Reihe von Namen vergessen, auch von Leuten, die mir wesentlich näher standen. Ale o tomto člověku, přestože to byl kriminální zločinec, mohu z vlastní zkušenosti, nevím, jak se choval předtím, vypovídat jenom to nejlepší. Von diesem Menschen kann ich, obwohl ein Krimineller war, aus eigener Erfahrung nur das Beste aussagen. Ich weiß nicht, wie er sich zu anderen benommen hat. A jako Němec, přestože jsem byl Žid, se ke mně choval velice dobře. Kannten Sie einen Funktionshäftling Danisch? Ano, samozřejmě. Ja, selbstverständlich. To byl, was war der? Blok, to byl Lagerälteste hlavního tábora a sám osobně jsem byl od něj jednou zbyt. Das war der Lagerälteste des Hauptlagers und ich selbst wurde von ihm einmal verdroschen. War der als Schläger und als brutal bekannt? Byl znám jako Mlátič. Nebo brutální? Byl to na základě mých zkušeností, snad to byl nejhorší, nejsurovější prostě blok, teda, pardon, Lagerälteste, kterého jsem poznala vůbec z vězení. Nach meiner Erfahrung war das der brutalste und der rohste Lagerälteste, den ich überhaupt kennengelernt habe. Mě zbyl například úplně zbytečně, pan obhájce chce, tak řeknu za jakých okolností. Er verprügelte mich einmal sehr, sehr schlimm und wenn der Herr Verteidiger es will, werde ich lehre. Ne, nicht nur schon, zbytečně. Völlig omylem. Irrtümlich und umsonst und wenn Sie wünschen, werde ich nähere Einzelheiten angeben. Als Sie, wie Sie sagten, Piebel bei Sadowski, ich glaube Sadowski, Sadowski waren, wo haben Sie da die Appelle, den Morgenappell und den Abendappell mitgemacht, in Block 11 oder jetzt, wie Sie sagen, 13 oder in Block 16? Na, SK. Im SK. In der SK. Als die beiden polnischen Häftlinge, von denen Sie vorhin berichtet haben, dass der Angeklagte Bebnarek sie mit drei Helfershelfern verschlagen habe, in die Strafkompanie gebracht wurden. Von wem wurden die dorthin gebracht? Ich meine, von SS-Angehörigen oder von Häftlingen? Gloje Zavet do bloku SK. Toho jsem přímo, v tom okamžiku to jsem jako přímo neviděl, kdo je tam Zavet. Proto také jsem jako... Ich habe es nicht gesehen, wer sie dorthin gebracht hat und darum kann ich darüber... To nevím, jestli to byl SS nebo prostě příslušník. Daher weiß ich nicht, ob es ein SS-Mann oder ein anderer war. Wissen Sie denn, wann die Häftlinge hingebracht wurden? Ich meine morgens, mittags, abends? To bylo večer po apelu. Es war abends nach dem Appell schon. Nach dem Appell wurden die hingebracht. Waren Sie da schon in dem Block
selbst in Ihrer, in dem Blockraum selbst eingeschlossen? No, my jsme už byli, ne, zavření jsme nebyli, ne, samozřejmě. To bylo krátce po apelu a na bloku byl normální provoz. Eingeschlossen waren wir nicht, es war kurz nach dem Appell, auf dem Block war normaler Verkehr. A ich bitte den Zeugen zu schildern, wo nach seiner Auffassung, nach seiner Erinnerung der oder die Waschräume gewesen sind. Prosím, in Block 13. Mohu to říci, ano. Ich kann das sagen, ja. Mám to říci? Ano. No. No tak, já bych to mohl nakreslit. Könnte ich es aufzeichnen? Ja, vielleicht können Sie uns zeigen, auf der Karte. Můžem to ukázat na mapě. Ta koupelna zde není zakreslena, ale byl. Der Baderaum ist hier nicht eingezeichnet. Ale byla to samostatná malá budova tady v rohu. Es war ein eigenes kleines Gebäude hier in dieser Ecke. In dieser Ecke, wollen Sie das nochmal genau zeigen? To znamená, tady byl blok a tady prostě teda napravo od bloku. Rechts vom Block. Hier. A samostatná. Und ein eigenes Gebäude. Wo ist denn der Block 13? Wollen Sie uns den bitte mal zeigen? Není to očíslované, ale předpokládám to podle odhrazení, že je to toto. Ich glaube, ich ist nicht eingezeichnet, aber ich glaube, nach der Umzäunung müsste es dieser Block sein. Podle ohrazení. Ja, er zeigt zwischen zwei Blocks. Er soll doch mal den Stock auf den Block. Ja, dieser Block, das ist 13. Tady. Jaký je Block 13? Prosím, ukážte nám Block 13. Tady a napravo od toho. Da ist der Block 13 und rechts davon stand dieser Waschraum. Ja, also jetzt ist der Block 13 doch das linke Gebäude von den dreien. Der Zeuge zeigt ja zwischendurch den Waschraum, die Lage des Waschraums immer wieder. Ja, ich wollte von ihm wissen, wo der Block 13 ist. Und da hat er auf das mittlere Gebäude gezeigt. Und nein, jetzt zeigt er auf das linke Gebäude. Das ist der Block 13. So, und der Waschraum war gebaut zwischen diesen beiden Blocks. Ja. Da hinten. Ist ja. Das klar, Herr Rechtsanwalt? Ja. Herr Zeuge, hatte nur dieser Block 13 einen besonderen extra gebauten Waschraum oder hatten das die anderen Blocks auch? Tenhle ten Block měl, a teda ty uzavřené Blocky měly své koupelny jinak, ostatní Blocky měly společné. Nur diese geschlossenen Blocks hatten diesen Waschraum. Die anderen hatten eigene Waschhäuser, die anderen hatten Waschstuben, die anderen hatten diese Gemeinschaftswaschräume. Haben Sie noch eine Erinnerung daran, wie groß dieser Waschraum, der extra gebaut war, gewesen ist? Já nejsem technik a tak tyto věci jsou mě poněkud vzdáleny, ale nebyla to příliš velká budova. Byla to přízemní stavba, která mohla mít délku 5 metrů a šířku tak 3. Ale ich bin kein Techniker und diese Angaben sind mir, diese Vorstellungen sind natürlich irgendwie entfernt. Es war ein eingeschossiger Bau, etwa vielleicht 5 Meter lang und 2,5 bis 3 Meter breit. War dieser Raum von etwa 5 Meter Länge und 2,5 Meter Breite noch untergeteilt oder war das ein Raum? Ano, byli tam ještě, bylo to rozděleno. Es war noch untergeteilt. Byla tam minimálně ještě jedna místnost, myslím, že ještě tam byly, podle mě, domnívám se, že tam byly asi 3 místnosti, přesně to říct nemohu. Ich meine, es wären so 3 Räume dort gewesen, so genau kann ich das nicht mehr sagen. Ja, wissen Sie noch, wie diese Räume, diese einzelnen Räume, was da investiert war an Geräten? 2,5 mal 5 Meter durch 3.
Wie se tam bylo instalováno v těch malých komorách? Prosím? Co tam bylo instalováno bylo v těch tam, malých komorách? Byly tam normální žlaby, prostě s vodovodním prostě příslušenstvím. Es waren diese Waschgelegenheiten dort, diese Tröge. Ich habe das letzte nicht verstanden. Tröge. Es waren die Waschgelegenheiten dort, die Tröge. An der Wand, festgemacht. Pusti? No to bylo zařízeno tak, že že jak pravděpodobně teda s největší pravděpodobností, jak jinde v tom délágu v Birkenau, že se jednalo o žlab a nad tím žlabem byla roura, která byla proděravěna a tou stříkala do toho žlabu voda. Es war eine ein Trog und darüber war eine Röhre, die Löcher hatte und durch diese Löcher kam Wasser in diesen Trog hinunter. Kann der Zeuge noch sagen, wie viel ungefähr da solche Tröge da drin gewesen sind? Víte asi, kolik takových žlabů tam bylo? No byly podle stěn, počítám, asi minimálně, podle celé délky stěny, asi tak minimálně dva. Es waren an, sie waren ja an den Wänden und ich rechne also mindestens zwei die ganze Wand entlang. Každé místnost. In jedem Raum. In jedem Raum. Herr Zeuge, wenn ich Sie recht verstanden habe, sind Sie mit 12 Jahren bereits festgenommen worden, mit 12,5 Jahren ungefähr. Meine Frage, hatten Sie bis zu diesem Zeitpunkt eine tschechische Schule besucht? Ano, já jsem navštěvoval výučně české školy, teda pokud jsem podle novimbirských zákonů vůbec školy navštěvovat mohl. A německy pocházím ze staré česko-židovské pražské rodiny a německy jsem z domova uměl jenom minimálně. Německy jsem se prakticky začal učit až v lágru a potom jsem studoval němčinu na univerzitě. Ich habe ausschließlich tschechische Schulen besucht, inwieweit es im Rahmen der Nürnberg-Gesetze möglich war. Ich komme aus einer tschechisch-jüdischen Prager Familie, habe Deutsch eigentlich erst im Lager gelernt und dann habe ich Germanistik an der Universität studiert. Nicht Germanistik, aber deutsche Sprache. Als Fachhistoriker habe ich Deutsch gelernt an der Universität. Hatten Sie bis zu Ihrem 12. Lebensjahr, also bis Sie da auf der Schule waren, in der Schule oder in Ihrem Elternhaus auch Polnisch sprechen hören? Nein, samozřejmě, že ne. Nein. Nein. Sie haben vorhin berichtet, dass der Angeklagte Bednarek, nachdem er die beiden polnischen Häftlinge mit drei seiner Helfershelfer zusammengeschlagen gehabt hatte, den Befehl gegeben hätte, dass sie auf den rausgetragen würden, draußen hingelegt, in den Waschraum gelegt würden, also aus dem Vorraum in den Waschraum zurückgetragen würden, dort liegen blieben und hätte dann, so sagten Sie, strengsten Befehl erteilt, dass niemand Ihnen helfen dürfe. In welcher Sprache ist dieser Befehl erteilt worden? Herr Vorsitzender, dem Vorhalt muss ich in dieser Form widersprechen. Der Zeuge hat nicht gesagt, dass die Leute in den Waschraum gelegt werden sollten, sondern so wie ich den Zeugen verstanden habe, hat er gesagt, dass sie in den Hof gelegt werden sollten. Beide in, den Wasch, in das Waschhaus zu werfen, das Waschhaus, ist gesagt. Ja, ja, so habe ich es notiert. Beide in das Waschhaus zu werfen. Ano, to je pravda. A pravděpodobně v řeči polské. Myslím si, že zcela určitě v řeči polské. Ich glaube ganz sicher in polnischer Sprache. In polnischer Sprache. Bednarek totiž, pokud já vím, z vězni mluvil převážně polsky. Soweit ich weiß, hat Bednarek mit Häftlingen überwiegend polnisch gesprochen. Jedině snad s německými vězni mluvil. Ja, der Zeuge hat es ja selbst gehört, was er für einen Befehl, dass er den Befehl gegeben hat und was dieser Befehl zum Inhalt hatte. Da muss er doch wohl auch wissen, wie er, in welcher Sprache er diesen Befehl gegeben hat. To byl rozkaz, který byl dán všem vězňům celého bloku, prostřednictvím samozřejmě. Und das war ein Befehl, der an alle Häftlinge des ganzen Blocks mit Hilfe, also mittels dieser Helfer weitergegeben wurde. Von dem Augenblick ab, in dem die zwei polnischen Häftlinge nun in das Waschhaus zurückgebracht und dort niedergelegt worden waren, bis morgens, hat der Zeuge da nochmal die Häftlinge in der Zwischenzeit gesehen?
Rozumím si otázce. Od té doby, kdy byly ty dva polský vězňové uloženy do koupelny až do rána, viděl jste je ještě v té době? V době, kdy leželi v té koupelně, právě k ním nikdo vůbec nesměl. Während der Zeit, sie in dem Waschhaus lagen, durfte ja niemand zu ihnen. Ja. Und wie hat der Zeuge dann morgens festgestellt, dass der eine Häftling tot war? Potom jako už bylo možno je ošetřit a samozřejmě, že jsme všichni vězňové tam jako teda, že jsme tam šli a já jsem sám, protože jsem tam hrál určitou roli, tak jsem se tam přímo sám k tomu dostal, jeden byl mrtvý, ano. Am Morgen war es ja möglich, zu ihnen hineinzukommen, ich ging ja selbst hinein und habe dann gesehen, dass einer der beiden tot war. Wie hat der Zeuge das festgestellt? Jak se to zjistil? No, byl mrtvý a byl jako mrtvý, s ním bylo jako s mrtvým zacházeno, pochopitelně. Zatímco ten druhý byl ještě ošetřen, teda námi, a já sám se toho ošetřování do určité míry zúčastnil, protože jsem měl v tom určitou zručnost. Můj strýc byl vyhlášený český lékař a já jsem mu také, tak jsem se leco naučil a tak jsem dokonce ošetřování toho druhého určitým způsobem pomáhal. Ich half mit bei der Versorgung dieses zweiten, der nicht tot war und der eine war zweifellos tot. A byl tak behandelt. Und er wurde ja auch als solcher von uns behandelt. Nicht nur von uns, überhaupt behandelt. Danke sehr, ich habe keine Frage mehr. Den Zusammenhang. Bestand zwischen Danisch und Bednarek eine solche Ähnlichkeit, dass man sie möglicherweise miteinander verwechseln konnte? Já se domnívám, že Danisch samozřejmě byl mnohem horší živel. Otázka je, byli podobní Danisch a Bednarek, že se museli změnit? Byli tak podobní? Zaměnit. Ne, to bych já neřekl, že by se mohli zaměnit. A to tady záměna je naprosto vyloučena. Daniš tam ani přitom nebyl. Diese Verwechslung ist nahezu unmöglich. Ich glaube nicht, dass sie verwechselt werden können. Já jsem Daniše dobře znal v té době. Ich kannte Daniš in dieser Zeit sehr gut. Schon. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie gesagt haben? Ja, Bednarek, wollen Sie da noch etwas dazu sagen? Das, was über meine Person gebracht wurde, kein wahres Wort dran ist. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Anders, aber sicher.